Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chainsaw 5, denn ich spiele das hier auf dem PC. Vielleicht habt ihr ja schon erraten, auf welcher Strecke wir uns hier befinden. Ich heiße euch auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem kleinen Experiment. Denn wir befinden uns auf der Strecke Frankfurt-Fulda-Kinzigtalbahn in der Nähe von Fulda. Und ja. Ich möchte einfach mal schauen, wie weit können wir hier fahren von Fulda Richtung Kassel bzw. Würzburg, ohne dass wir von einem roten Signal gestoppt werden, was allerdings gleich der Fall ist. Ja, deshalb müssen wir den roten Signalen immer so ein bisschen ausweichen. Fahren wir unterhalb der Gleise. Also oben führen auch noch zwei Gleise vorbei. Das da hinten scheint tatsächlich ein Tunnel zu sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, allerdings haben wir ein rotes Signal vor. Das heißt, wir müssen gleich hier nochmal bremsen. So, versuchen wir das einfach mal hier auszusteigen. Weil an dem roten Signal kommen wir definitiv nicht vorbei. Das heißt, wir müssen ein wenig tricksen. Den müssen wir auf jeden Fall entfernen. Den müssen wir auf jeden Fall entfernen. So, ach, jetzt ist grün. Na egal. Dann machen wir es anders. Kommt gleich wieder ein Zug anscheinend, deswegen können wir auch jetzt keinen Zug erzeugen. Gut, dann laufen wir halt erstmal hier am Rand. Können wir mal kurz schauen hier auf der Karte, ob da wirklich was kommt. Ja, da, den können wir aber kurz entfernen. Damit wir hier wieder freies Gleis haben und vielleicht doch unsere Lok hier platzieren können. Ne, können wir noch nicht. Schade eigentlich. Auf dem Gegengleis möchte ich das jetzt ungern machen. Nicht, dass uns da einer entgegenkommt. Das wäre eher schade. Ich möchte das schon so weit noch erkunden, wie es geht. Wieder wirklich in den Tunnel reinkommen. Dietershahnlänge. Aha, also Schilder stehen hier schon mal. Aber scheinbar können wir hier wirklich keinen. Nee, das ist leider noch nicht möglich. Gut, dann laufen wir halt zu Fuß. In die Röhre. Irgendwas im Anmarsch. Ja, da kommt noch was. Den müssen wir auch entfernen. So, nicht, dass wir hier überfahren werden. Jetzt können wir wieder einplatzieren. Das war nämlich der Fehler. Genau. So, dann wollen wir mal. Ich nehme jetzt bewusst eine Diesel-Lok, weil ich weiß nicht, wie lange hier die Oberleitung noch dargestellt wird. Nicht, dass wir da gleich stehen. Da macht das schon Sinn. Hier die Diesel-Lok zu nehmen. Ey, was ist denn jetzt hier los? Ich wollte gerade sagen, das funktioniert doch hier gar nicht. So. Dann Bremsschlüssel aktivieren, Getriebeleistung ein, Spitzensignale an und dann wollen wir mal ein wenig weiterfahren, bis zum nächsten roten Signal zumindest. Die sind hier in Hülle und Fülle vertreten, wie ihr seht.
Das ist leider das Problem an der Sache. Dass man halt immer mal wieder ein bisschen tricksen muss. Aber ich bin echt gespannt, wie weit wir hier fahren können. So, es nützt nichts, wir müssen anhalten. Wegen dem roten Signal. So. Das heißt, wir steigen hier auf jeden Fall wieder aus. Entfernen die Lok wieder. So, und da müssen wir gucken, wo wir das rote Signal für das dann gleich auf jeden Fall war das denn jetzt? Das ist ein Zwergsignal oder kommt das noch? Die Röhre ist hier auf jeden Fall zu Ende. Ich sehe aber noch kein rotes Signal. Geht es auf jeden Fall ins Nichts. Okay. Nee, das ist direkt vor uns. Das ist genau. Da müssen wir noch ein bisschen laufen. Das ist jetzt blöd. Dann ist das hier irgendwo. Wahrscheinlich hier. Ja, die Bäume in der Luft. So, gucken wir noch mal. Ja, jetzt haben wir es überwunden. Gut, dann können wir das machen. Das machen, das machen. Das machen. Das machen. Und dann mal schauen, wie weit wir jetzt fahren können. Scheint die nächste Röhre zu kommen. Oder sowas in der Art. Rotes Signal ist jetzt erstmal nicht zu erwarten. Auf jeden Fall nicht laut Streckenmonitor. Hier ist ein gelbes Vorsignal. Aber ein rotes Signal sehe ich jetzt erstmal nicht. Folgendermaßen. Genau. Sicher ist sicher.
So, dann fahren wir hier mal geschmeidig in die Röhre rein. Das sind die Tunnel nämlich von Fulda Richtung Würzburg bzw. Kassel. Da gibt es ja einige Tunnel auf der Strecke von, ihr kennt das. Und das könnten die natürlich alle sein hier. Dass wir hier wirklich jetzt auf dem Weg entweder nach Würzburg oder Kassel sind, das kann ich jetzt nicht genau sagen, wohin genau. Aber auf jeden Fall sind wir dahin auf dem Weg. Wie lange das jetzt dargestellt wird, ist natürlich die Frage. Weil die Strecke, theoretisch gibt es die Strecke ja von Fulda Richtung Kassel, Würzburg. Das ist nämlich jetzt die Frage, wie weit können wir da fahren? Wann hören die Gleise auf? Hören sie überhaupt auf? Oder geht das wirklich bis Kassel-Würzburg durch? Dass das vielleicht noch nicht richtig dargestellt ist? Noch nicht? Wer weiß, was DTG sich da einfallen lässt, aber ich denke mal, hier ist Ende Gelände. Hier wird es Ende sein. Schade, ich wollte jetzt eigentlich gerade Foto machen, aber das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Aber auf jeden Fall kann man hier schon mal ein ganzes Stück weit fahren und ja. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Haut rein. Ciao, Servus und Tschüss.